Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online. Tipps und Tricks. Nach dem Wasserwerfer geht's auch gleich weiter hier mit den Doomsday Heist Update Fahrzeugen. Hinter mir steht schon wieder eins, nämlich das ist der Barrage von, ich habe keine Ahnung, von welchem Hersteller, der heißt einfach nur Barrage. Und das ist halt so ein Militärtruck, ungefähr vergleichbar mit dem Dune FAV vom Gunrunning Update. Also ihr wisst ja, Dune FAV, dieser kleine Buggy, wo ihr noch rechts da so ein Granatwerfer oder Minigun dran hattet. Sehr cooles Teil. Na jedenfalls, wir werden der Frage auf den Grund gehen, warum das hier meiner Meinung nach der beste Buggy im Spiel jetzt ist, den ihr Rockstar Games hinzugefügt hat. Bevor es zum Tuning geht, erstmal kurz zu den Real-Life-Anspielungen, also welche Autos aus dem echten Leben stecken denn hier im Barrage drin. Rockstar Games hat sich auf jeden Fall wieder richtig stark inspirieren lassen von einem bestimmten Militär-Buggy, der da heißt HDT Storm, also der Storm von der Firma HDT. Und das ist sowas wie so ein Such- und Rettungs-Militär-Buggy, der hat auch da oben so zwei Maschinengewehre verbaut. Ja, und nehmen wir an, irgendwelche Soldaten werden gekidnappt von irgendwelchen Terroristen, da heizen die dann raus, die Special Forces mit diesen Buggys, plätten die Terroristen und holen die Soldaten wieder zurück, also Such- und Rettungs-Buggy. Und ich finde, irgendwie erinnert er mich auch an den Warthog aus der Halo-Serie, aber vielleicht liegt das auch eher daran, weil ich ein Halo-Fan bin und in jenem möglichen Buggy, Militär-Buggy, irgendwie den Warthog sehe. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir steigen mal kurz ein und wenn wir jetzt gleich in die Tuning-Optionen gehen, dann können wir schon mal feststellen, dass das Ding übrigens hier im Avenger, wir brauchen die Basis und die Fahrzeugwerkstatt vom Avenger, dass wir das Ding überhaupt also kaufen und tunen können. Panzerung. Beste natürlich, Bremsen. Und wenn wir jetzt auf Karosserie gehen, dann können wir schon mal sehen, dass das Ding extrem viele Tuning-Teile hat. Und deswegen, das ist schon mal ein Punkt, warum der Barrage einfach der zurzeit beste Buggy ist im Spiel. Oder Militär-Buggy, wie auch immer. Türen, wir können so viel draufbauen. Tuning-Rahmen, wir können Carbon-Tuning-Rahmen machen. Gitterrahmen, primär Sekundärfarbe, noch mehr Gitterrahmen. Was ist das? Tarnnetze. Dann haben wir noch verstärkte Rahmen mit solchen kleinen Querstreben da. Junge, das ist Hardcore. Also ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal, weiß nicht, die Querstreben sahen ganz gut aus. Carbon ist irgendwie billiger. Nee, ist am teuersten. Was gefällt denn euch am besten? Würdet ihr Lackiertes nehmen oder Carbon? Ich glaube, ich nehme Carbon, weil, Carbon für so einen Militärtruck, warum nicht? Stoßstangen, Schutzplatten. Wir haben vorne noch eine Menge Kram für die Stoßstange. Carbon-Riffelaufbau, dann Carbon-Riffelaufbau, ein Rahmenschutz, Mark 1, Mark 1, Mark 2. Ganz viele verschiedene Rahmenschutze, sagt man das so, ja. Und ich nehme hier wieder Carbon, ich glaube, ich mache hier alles Carbon bei diesen ganzen Tuning-Teilen. Gepäckträger, was nehmen wir da mal? Was, wir haben Gepäckträger? Heißt das wirklich so? Ja, okay. Alter, ich kenne das so vom Fahrrad. Ohne Munitionskisten, mit Munitionskisten, doppelt, komplett. Ich meine, es ist halt nur optisch, aber es sieht schon irgendwo cool aus, ja. Wie aus irgendeinem Shooter, so Munitionskisten. Schwarzer Kühlgrillkäfig, primär sekundär, Carbon, Kühlergrill, Tarnnetz. Was sollen wir nehmen? Das mit dem Tarnnetz und den Kisten oder wo man die Kisten so sehen kann? Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube eher mit dem Tarnnetz und Kisten, sehr geil. Seitenabdeckung, einfach Carbon, Riffel und Fensterabdeckung, cool. Wir haben hier wie so zwei Seitenscheiben mit, was so aussieht wie zu Heizteilen. Ihr kennt das von da hinten, von der Heckscheibe. Ihr wisst schon, was ich meine, diese Heizstreben da, wie die heißen. Verdammt, wir haben noch mehr. Carbon-Gitternetzabdeckung, verstärkte Abdeckung. Was ich cool finden würde, wenn wir das komplett hinten weg machen könnten, dass das Ding mehr so aussieht wie der Halo Warthog. Aber okay, was sollen wir nehmen? Ich bin komplett überfordert von den ganzen Optionen. Ich glaube, ich nehme wieder hier Carbon. Jedenfalls, ihr habt alles gesehen, was ihr so tunen könnt. Überrollkäfig, wieder extrem viele Optionen. Tuning-Halbkäfig, Carbon-Tuning, Gitter-Halbkäfig. Es ist nicht so sinnvoll. Ich würde lieber was nehmen, wo man ein bisschen besser geschützt ist, anstatt da so durchzugucken. Gitternetz sieht zwar cool aus, aber Carbon, dies, das. Mit so einem Streben, Metall, Carbon. Hier, sowas zum Beispiel. Ich meine, es ist zwar nur die Mitte. Alter, es gibt 31 davon, 31 Optionen. Krass. Noch mehr davon mit Gitternetz an den Seiten noch was. Alter Schwede. Und ich glaube, das teuerste, ja, ich wollte es gerade sagen, das teuerste ist, wo wir hier noch diese Verkleidung haben, noch mehr als Schutz, ne? Also ich würde mal sagen, besser so ein Metallschutz als gar kein Schutz hier vorne. Nehmen wir, und das ist noch so ein Punkt, warum der einfach mal besser ist als der Dune FAV, weil der einfach deutlich weniger Schutz hat, ja? Da könnt ihr nicht so schnell weggesnackt werden hier wie hier.
Also hier könnt ihr nicht so schnell weggesnackt werden wie beim Dune FHV. FAV. So, Geschützhalterung. So viele kleine Details, ist echt der Wahnsinn. Carbon-Detail hier hinten. Okay. Abwehrrahmen. What? Dann einen verstärkten Rahmen, verstärkten Carbonrahmen. Alter, wir können das Ding ja komplett zubauen praktisch. Ja, warum nicht? Ich meine, das ist der Typ hinten am Geschütz. Ist da total sicher. Übrigens, was ich vergessen hatte, in dem Teil, in dem Barrage, können 4 Leute reinpassen. Also einmal ein Fahrer, ein Beifahrer und 2 Leute am Geschütz. Beim Dune, da waren es halt wirklich nur 2. Noch ein Vorteil vom Barrage. Jedenfalls, verstärkter Carbonrahmen. Ich baue hier alles zu, sehr geil. Und Ladefläche haben wir noch. Leere Reifenträger. Weiß nicht, der Reifen, der versperrt das irgendwie alles so. Ich würde lieber so machen, ein bisschen weniger. Ladeflächengerüst, Riffelgerüst. Ey, was? Ladeflächengerüst mit Taschen? Was für Taschen, Alter? So, Military-Taschen, was sind da drin? Sprengstoff? Oder Drogen? Oder Geld? Also wer irgendwie Fan von Taschen ist, der kann sich das gerne drauf tun. Ich guck mal noch ein bisschen durch. Wir haben noch mehrere Kisten. Schaufel und, was ist das? Schaufel und Hacke oder sowas? Okay, mit Kiste, mit Reserverad. Also was sieht denn am coolsten aus? Kiste mit dem Schaufelkram da? Oder eher frei. Oder die Taschen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Irgendwie sehen die Taschen cool aus. Aber irgendwie auch nicht. Hä? Taschen? Nee, ich nehme das hier. Mit Werkzeugen und Kiste da. Und das war's zur Karosserie. Wir haben noch Motor MS4, Standardkram, Auspuff. Wir haben so viele Tuningteile, Alter. Das ist eins der Autos, ich glaube, mit den meisten Tuningteilen. Wenn nicht sogar die meisten Tuningteile insgesamt in GTA. Krass. Linker... Ach, da hinten. Spitzauspuff an der Seite so. Linker Schraffurauspuff. Rechter Schraffur. Ich kann es gerade nicht so richtig sehen, weil es so dunkel ist hier. Dual-Einlass. Ich kann es echt schwer erkennen. Rechter Hochleistungsauspuff. Seht ihr da was? Ja, schwierig. 21 Auspuffe. Krank. Alter Schwede. Ich schalte mal. Der sieht geil aus. Ja, sowas habe ich gesucht, Mann. Das sieht doch mal ein bisschen... Oder sowas. Nach oben hin. Das ist eigentlich auch geil, weißt du, wie so ein Truck, wo so oben der Rauch rauskommt. Ich glaube, ich nehme den eher... Den hier, genau. Doppel-Tech-9-Auspuff. 2 Auspuffe, wo es so nach oben rauskommt. Sehr, sehr geil. Ja, ihr kennt das von den Amis, die hier immer, wie heißt das, Coal, irgendwas mit Coal-Riding oder sowas machen. Wo die ihre Trucks extra irgendwie, weiß ich nicht, denen irgendwas geben, wo die dann übelst rauchen. Ja, das daran erinnert es mich irgendwie gerade wie so ein 2 fette Schornsteine. Motorhaube, Riffelmotorhaube, Carbon, noch mehr Metallkram, Carbon-Riffel. Digga, ich bin voll überfordert gerade von den ganzen Tuning-Teilen. Hier können wir so durchgucken mit so einem Feuerlöscher drin, das Fett. Gefällt mir schon mal. Geschlitzte Rippenhaube. Und was haben wir hier noch? Ach, mit Schaufelkram noch dran. Nee, das gefällt mir nicht so. Alter, mit Taschen. Die mit ihren Taschen. Wahnsinn. Ja, nee, ich nehme das hier. Carbon-Kombinationslüftung. Haben wir so Carbonplatte mit ein paar Lüftungen noch drin. Weil die Taschen, Alter, da versperrt sich alles. Das ganze Sichtfeld ist irgendwie weg. Weiß ich nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. So, weg. Hupe brauchen wir nicht. Scheinwerfer. Xenon. Nö, Neon-Kids mache ich auf keinen Fall. Finde ich, passt überhaupt nicht bei dem Teil. Und hier würde ich mich nur für eine einfache Tarnung entscheiden. bei Design würde ich mich nur für eine einfache Tarnung entscheiden, weil alle anderen... Ich schalte mal kurz durch, damit ihr das mal sehen könnt, was ihr vielleicht nehmen wollen würdet. So, jedenfalls nehme ich die hier, einfache Tarnung. Das erinnert mich voll an den Warthog. Und ich glaube... Nein, halt. Weiter. Ich glaube, ich mache auch so von der Farbe her, Primärfarbe, mache ich auch so ein bisschen grünlich, so olivgrün. Lackierung, Primärfarbe. Auf jeden Fall matt, definitiv. Ey, Metallic, Quatsch, Limettengrün. Das sieht ja auch ziemlich fresh aus, oder? Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache den Limettengrün. Passt ganz gut zum Avenger. Ich wollte hier halt die Fahrzeuge ein bisschen unterschiedlich machen. Manche eher realistisch, manche eher unrealistisch. Ein bisschen übertrieben, wie das hier. Von daher, Limettengrün. Und wir haben noch Sekundärfarbe, was können wir da noch machen? Da würde ich mich... Achso, der Rahmen ändert sich, alles klar. Naja, die Sache ist die... ich will einen Kontrast haben, von daher nehme ich dann einfach mal ein... Ich glaube, ich nehme mir einfach mal ein Schwarz, das passt ganz gut. So, Schwarz und Grün. Perfekt. Und Getriebe, Renngetriebe... Ah, ihr merkt schon, Tuning zieht sich. Aber hey, ist halt so viel, weißt du? Wir haben noch Turmgeschütze, wir haben so viel zur Auswahl. Wir können auswählen, entweder normales Maschinengewehr, Kaliber 50 oder Minigun, Alter. Minigun, Digga, nice. Wird drauf geklatscht. Heckgeschütze, wir haben noch Heck-Minigun, ja. Monster, Killer. Heckgranatwerfer. Ja, ist doch eigentlich eine gute Abwechslung. Ich meine, was würdet ihr machen? Würdet ihr vorne
Minigun, hinten Minigun oder hinten eher Minigun oder Granatwerfer? Ich weiß nicht. Also ich glaube, für Abwechslung nehmen wir mal Heckgranatwerfer 40 mm. Na, da sind wir auf jeden Fall gut gerüstet. Dann haben wir noch Reifen. Felgentyp hier natürlich Gelände, würde ich sagen. Ich meine, wir können es auch komplett übertreiben mit, mit SUV-Felgen, aber alter Schwede, das sieht so hässlich aus. Nee, gar nicht. Gelände, Serienfelgen und dann nehme ich die Felgen, die so ein bisschen ans Original herangehen. Diese Standardfelgen, nämlich die Matzlinge. Und die werde ich dann einfach mal in schwarz machen, logischerweise. Und was haben wir noch? Reifenmuster, Tuningreifen, jo, All-Terrain, warum nicht? Und Reifenverbesserung, schusssicher, das Standard, auf jeden Fall Pflicht. Und bei Reifenqualm einen grünen Reifenqualm. Und was haben wir noch? Im Prinzip war es das schon, Digga. Wir können mal kurz rausgucken und uns den Barrage von draußen anschauen. Wir gucken uns das Ding mal ganz gechillt von draußen an, weil hier sind echt so viele kleine Details dran. Das ist der Oberwahnsinn, hier diese ganzen Carbon-Teile. Rammschutz-Carbon. Wäre cool, wenn diese Winde hier noch funktionieren würden, wenn wir irgendwas abschleppen könnten. Wir haben diese Standardlampen oben nochmal so eine LED wie Art Flutlichtleiste. Vorne Minigun. Und was haben wir noch? Ja, hier dieser Metallschutz. Hinten nochmal Metallschutz, alles zugebaut, dass der Fahrer nicht so schnell, hinten dieser Minigun-Schütze nicht so schnell getroffen wird. Also der Heckschütze meine ich. Und wenn wir jetzt uns entscheiden wollen, achso, ich gehe nochmal kurz ins Cockpit rein, da könnt ihr das Cockpit nochmal sehen. Weil hier finde ich, hat sich Rockstar Games auch wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben, nicht nur so Copy und Paste einfach, sondern das sieht ein bisschen origineller aus, hier mit diesem grünen Digitaltacho da und diesen ganzen anderen Instrumenten. Schönes Teil. Na jedenfalls, wenn ihr hier ins Geschütz wollt, dann müsst ihr einfach nur Dreieck gedrückt halten und dann krabbelt er hier hoch. Ansonsten macht das halt euer Kumpel. Wie gesagt, vorne zwei, am Geschütz jeweils auch einer. Bisschen mit der Minigun ballern. Und mal gucken, ob ich hinten einsteigen kann. Dreieck gedrückt halten. Will nur ein bisschen mit dem Granatwerfer rumballern. Ja, klappt. Geil. Okay, cool. Bam. Also ich glaube, wir haben hier unendlich Schuss. Mal kurz ein bisschen aus der Ego. Und irgendwie kommt mir der ziemlich neu vor, der Granatwerfer. Sieht ein bisschen irgendwie aus wie ein Maschinengewehr. Hier wegen dem Munitionsteil, also wegen dem Munitionsgürtel da. Hm. Nee, doch nicht. Ey, wir haben doch nicht unendlich Munition. Cool. Ich habe jetzt nicht gezählt. Vielleicht so 30 Schuss oder so. Keine Ahnung, wir checken mal eben, wie der sich im Gelände verhält. Dazu fahre ich mal eben hier kurz, ja, ins Gelände. Der Vorteil ist halt, ey, übelst geil. Hier oben, wie die Flammen hier rauskommen, richtig geil, von den zwei Auspuffen. Ne, was sagen wollte, der Vorteil ist halt, der liegt ein bisschen höher als der Dune Buggy, von daher kommt der leichter über Steine zum Beispiel drüber. So, und da drüben haben wir schon mal einen perfekten Berg, um einfach mal hier hochzufahren. Hm, okay. Klappt jetzt nicht ganz so einfach wie mit dem Dune Buggy, der wäre dann noch schneller oben. Also ich merke auch schon von der Beschleunigung, der Dune Buggy ist noch ein bisschen besser. Schneller unterwegs im Gelände. Und auch ein bisschen stabiler, da der hier höher liegt. Ja, neigt der doch ein bisschen eher dazu, umzukippen. Ihr seht es gerade. Also in den Punkten, also Kippen, Beschleunigung, Geschwindigkeit im Gelände, hat der Dune Buggy wieder Vorteile. Aber in allen Sachen, also wie Tuning-Teilen, Minigun, Granatwerfer, der Dune Buggy, der hat ja nur eine Waffe, also noch praktisch, ihr könnt euch nur entscheiden, entweder Minigun oder halt Granatwerfer, aber nicht zwei Sachen gleichzeitig, ja. Da hat der ja wieder Vorteile und wie gesagt, der liegt höher und vom Speed her ist er auch ziemlich gut. Kommt halt nicht so ganz an den Dune ran, aber hey. Ach ja, na und natürlich, ihr seid besser geschützt, klar. Vorne so ein Tick besser, sag ich mal, der Fahrer ist natürlich eher als der hinten am Geschütz, sag ich mal. Wegen diesen ganzen Schutzplatten. Also Fazit, der Barrage ist für mich definitiv zurzeit der beste Buggy oder Militärbuggy in GTA Online. Gönnt ihn euch, Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus von mir aus an euch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao ciao. Eins. Zwei. Alter! 3? Krass! Ey, ich hätte es fast vergessen. Das Ding hält echt 2 Schuss vom kompakten Granatwerfer aus. Wie geil ist das denn? Noch ein großer Vorteil zum Dune FAV. Ich glaube, der hält nicht mal 1 aus davon. Krank. Also jetzt aber wirklich, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ich bin raus. Peace.